Schönen guten Tag. Mein Name ist Michael Attuk. Ich bin seit 2001, verkaufe ich bei eBay, 26 Jahre jetzt insgesamt selbstständig und habe eine sehr große Facebook-Gruppe, wo über 12.000 Online-Händler drin sind. Das sind die Multi-Channel Rockstars. Und wir haben aktuell alle ein ziemlich großes Problem. Das Problem ist, wir gehen alle um Zahnfleisch. Ja, wir machen irgendwie, was geht. Ich will mich nicht darüber beschweren. Klar verdienen wir damit dann auch Geld und mehr Geld als normal. Aber meine Mitarbeiter und ich sind wirklich übers Limit raus. Das geht vielen von meinen Gruppenmitgliedern so. Und die Problematik ist einfach, die E-Mails, die kommen, die werden immer aggressiver zurzeit, weil die Kunden draußen natürlich nichts mitbekommen von den Problemen, die da sind. Und das wollte ich jetzt mal ganz kurz mit absprechen, damit sie das mal wissen. DHL, DPD, Hermes, es ist egal, wen sie da auf die Pfanne nehmen, die sind einfach überlastet. Ja? Also es ist einfach am absoluten Limit, das geht jetzt seit April so irgendwie, Pakete ohne Ende. Es ist praktisch ein Weihnachtsgeschäft durchs ganze Jahr durch. Es ist nicht mehr machbar. Die Logistik kommt nicht mehr hinterher. Gestern durften wir keine Pakete nach Frankreich schicken, heute auch nicht. Vor UK stehen LKWs, bei DHL an den Wechselbrücken, wo normal zwei Leute standen, steht nur noch einer. Die Leute sind fertig. Das geht jetzt seit Monaten so. Alle sind müde, alle sind krank, alle sind kaputt. Ne? Wir machen und tun und aktuell bricht alles zusammen, weil jetzt noch das Weihnachtsgeschäft noch dazu kommt. Und ich möchte einfach nur Sie ein bisschen sensibilisieren. Seien Sie vielleicht nicht ganz so hart, ne? wenn Sie eine E-Mail schicken. Es liegt nicht an uns, ja. Wir geben die Pakete ab. Die werden teilweise erst 2, 3, 4 Tage später gescannt. Es ist Ende. Bei uns hier in Wipperfürth, im Bergischen Land sitzen wir. Da kommen morgens nur noch 5 LKWs zur Postfiliale. Mehr geht nicht mehr. Also, es wären 8 oder 10, keine Ahnung, aber mehr geht einfach nicht mehr. Es ist nicht mehr machbar, ja. Und das ist das Problem. Also bitte, ich appelliere da wirklich an Sie, auch die Zusteller, ja. Also, auch die großen Dienstleister natürlich, vielleicht mal ein bisschen mehr Verständnis zeigen. Ne? Klar, alle verdienen da irgendwie Geld mit, aber wir tun wirklich unser Bestes. Und auch die Paketfahrer, die schleppen da Zeug da, die machen und tun, die gehen auch auf dem Zahnfleisch. Ne? Vielleicht mal ein nettes Wort, vielleicht mal eine Tasse Kaffee anbieten und ein Glas Wasser, da freuen die sich bestimmt auch drüber. Und uns vielleicht nicht ganz so hart anpacken, es liegt wirklich nicht an uns. Und selbst wenn ich jetzt sage, es liegt an einem Versanddienstleister wie DHL oder DPD, dann auch nicht wirklich, weil da ist halt auch, bricht auch alles zusammen. Hygienebestimmungen, dann sind da vielleicht irgendwelche Leute in Quarantäne. Wie soll das alles gehen, ja? Und deswegen habe ich das Video gemacht. Ich wollte Sie einfach ein bisschen sensibilisieren. Ich hoffe, das ist gelungen. Und Sie wissen einfach, woran es liegt und haben ein bisschen Verständnis. Und dann hoffen wir einfach, dass 2021 besser wird. Weil so kann es natürlich auch nicht weitergehen. Aber ja, da werden wir sehen, was passiert. Ansonsten müssen wir natürlich auch da überlegen, wie es dann weitergeht. Logistisch, Nachhaltigkeit, das sind alles Themen, die wir da auf der Pfanne haben sollten und über die wir dann eben gemeinsam auch mal überlegen müssen. Aber da muss natürlich auch die Politik mitspielen, auch klar. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und den meistgesprochenen Satz dieses Jahr, bleiben Sie gesund zum Schluss. Tschüss.